Hallo und herzlich willkommen zu Diablo 3 mit dem Captain und Mesul. Servus. So. Kalinka. Was war das hier mit der Steine? Hast du gesagt, ne? Steine? Ja, du hast gesagt, ich soll ruhig mal Steine verwuttern. Was habe ich denn hier? Diamant. Kopfschutz reduziert die Ablenkzeiten der Fähigkeiten. Nö. Bonuserfahrung, nimm ich. Ich quatsch die alle mal an, ne? Ab in eine Krone. Warte mal. Stärke. Nö, nimm ich eine Krone, ne? Zack. Bonuserfahrung. Ja, ich krieg da Bonuserfahrung. Na? Waffe, kritischer Trefferschaden, Kopfschutz. 10% Gold vom Meister. Geschicklichkeit. Braucht der Geschicklichkeit? Nee, ne? Intelligenz braucht er, ne? Dann habe ich hier Vitalität. Und der Diamant, was kann der noch? Widerstand gegen alle Schadensarten. Ja, komm, kriege ich ja eh wieder. Ist das gut? Jeder weiß, wo sich das nächste Bruchstück befindet. Aber ihre Worte waren wie ein Rätsel. Sie sagte, es sei an einer Stelle gefallen, die nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Ach, Die Legenden erzählen, sag mal die dass sie Alte in der an der Nähe Backe. des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Keine Bücher. Na, ich gucke aber Lea. Lea auch nicht. Gut. So, wo geht das hin? Felder des Elends. Felder des Elends. Alter, warum rennst du so? Wir beide sind gar nicht so verschieden. In mir steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Das hört sich beunruhigend an. Es ist nur wenige Male in meinem Leben geschehen. Und nur, wenn ich in großer Gefahr war. Etwas scheint sich tief in mir zu regen. Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Fährte gefunden. Eine Familie in der Nähe von Neutristram. Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter. Sascha. Mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Bauerstochter nennt er mich. Mein Liebster wird mich retten. Alter Golem, geh weg. Lass das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Ja. Ratzfatz. Diesmal kommt uns nicht davon. Das wird nichts. Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Hier. Mal eben ausgesaugt, den ich Typ. Hier, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben Felder bestellen und Belger, ich meine, Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meiner Kameradin hier fortziehen. Ihr wollt mit mir kommen? Ja, ihr
sieht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weiß den Weg. Ist der gleich da von dem angesubbelt, wa? Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja. Aber was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Ein Schuft. Ein Schuft. Ein dreckiges Schuft. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein. Es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha. Also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Mach mal. Such zwei, das ist aber nett, ne? Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. Das ist aber nett, ne? Ja. Das war unten rum. Sind das Alarics Leute? Nein, sie wurden verderbt. Nein. Hey, bin Stiefkind, wa? Die quatscht nur noch mit dir. Mhm. Alte Lesbe. Meinst? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Meine Macht wächst. Armee der Toten freigeschaltet. Das kann ich nicht tun. Nein. Oh, ich kann meine neue Waffe anlegen. Orte wie diesen mit Onkel Decker zu erkunden. Und jetzt habe ich 370 Angriff. Und jetzt 414. Boah. Das ist schon was Nettes. Sollen wir einen höher stellen oder was? Sagst du? Nicht. Ja, gibt mehr Gold und so, ne? Ja. Schwierigkeit. Schwer. Kann man gar nicht. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich irgendwo ein. Musst du, glaube ich, aus dem Spiel raus. Während eines saisonalen Spiels kann er nicht angepasst werden. Müssen wir da rausgehen für aus dem Spiel vielleicht? Das weiß ich nicht. Normalerweise kommt man
Auch während des Spiels, also ein hoch und ein runter kommt man immer machen. Aber da stand jetzt während eines saisonalen Spiels. Ich frage mich, wer diese Soldaten getötet hat. Bald werden wir die. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Das kann ich nicht tun. Zerstört den Hügel, Brüder! Lasst ihn nicht in die Hände dieser miesen Hunde fallen! Unsere Feinde sind zahllos, aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wir müssen sie hier festhalten, während die Schlüssel zum heiligen Tempel vor ihrem Anführer, dem Dämon Eresa, versteckt werden. Wir dürfen nicht ins Wanken geraten, auch wenn wir bis auf den letzten Mann aufgerieben werden. Wollt ihr schon rein oder sollen wir das entdecken alles? Das entdecken. Schwarzen Fleck, da musst du noch, glaube ich, runtergehen, Fanat. Nee, hier ist nur so ein Teleportal. Nee, hier unten sind doch Viecher. Echt? Kommst du da dran? Mhm. Mal eben ausgelutscht. Das kann ich nicht tun. Ah, ein interessanter Gegner. Das wird nichts. So sicher, dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Hm? Ich hab das Tentakel-Nova habe ich gekriegt. Die Welt ist so gefährlich. Jeder braucht einen friedlichen, sicheren Ort für Ruhe und Erholung. Eine Wegstation. Die Priester von Rathmar sind an solchen Orten nicht immer willkommen. Bedauerlich, denn sie könnten uns gute Dienste leisten. Genau darum will ich ja für einen sorgen. Aladdin sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schlurfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Ich muss mich noch gedulden.
Nein. Aufs Maul. Jo. Kleiner Arsch ist schnell geleckt, ne? Das Kühlein geht ab wie eine Mark. Die kleine Mupu. Der Golem, der haut alles kurz und klein, ey. Oh, das stinkig. Hast du mal gesehen, wie der aussieht? Ich hab den selber gespielt. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Ja, so wollen wir tun. Die Bauweise. Das ist noch aus der Zeit vor den Sintenkriegen. Das wird nichts. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Ihr irrt euch wieder einmal. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie hat allen Grund, uns zu täuschen. Leiht dieser Hexe kein Ohr. Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Decker. Besser als Stadtportal nutzen, oder? Ja klar, aber wo haben wir denn eins? Ja, Steuerkreuz nach rechts. Ich muss zurück. Ach so, ja, cool. Guck mal her. Der Schuft. Wie könnt ihr so viel Zeit damit verschwenden, den Frauen nachzustellen? Man kann seine Zeit mit nichts Besserem verbringen. Das bezweifle ich. Ihr habt noch immer keine Gefährtin. Ich habe nur eine gefunden, die es wert gewesen wäre. Aber sie ist mir entronnen. Was ist geschehen? Lasst uns lieber über diejenigen sprechen, die ich hatte und nicht wollte. Woher stammt ihr? Königshafen, die Stadt am Meer. Heimathafen der großen Handelsflotten und voller Netze mit stinkendem Fisch. Und was ist euer Handwerk? Ich bin im Moment in einer Art Übergangsphase. In einer Übergangsphase zu einer ehrlichen Arbeit, nehme ich an. Unsinn, ich bin der ehrlichste Dieb, dem ihr je begegnet werdet. Ihr sucht ein Relikt, Scharlachrot, etwa von der Größe einer Faust. Es wurde vor 2 Monaten während eines bedauernswerten Diebstahls aus der Bank der Händlergilde gestohlen. Die gefassten Täter waren nicht im Besitz des Gegenstands.
Das Relikt wird von seinem rechtmäßigen Besitzer vermisst und für seine sichere Rückkehr wurde von ihm eine Belohnung ausgesetzt. Ich glaube, wir haben neue Quest bekommen. Mein Vater war ein Diplomat. Wir hatten ein Haus in Kalium mit Dienern. Bei dem Schuft. Alles änderte sich, als der Ärger begann. Irgendwie kamen Gerüchte auf, dass mein Großvater den Wahnsinn des Königs verursacht hatte. Die Arbeit meines Vaters fiel in sich zusammen. Niemand sprach mehr mit ihm. Er glaubte, es würde sich geben. Aber so sollte es nicht kommen. Nein, ich würde jetzt lieber nicht weiter darüber reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Haha. So, dann mal gucken, er gibt dir Bücher. Schon bei Ken geguckt? Nee. Bei Lea ist nix. Genau nix. Nickes. Der Weltenstein war ein antikes Artefakt von unfassbarer Macht. Es wurde nicht nur zur Erschaffung der Welt, sondern auch zur Kontrolle über die Menschheit genutzt. Die ursprünglichen Menschen waren als Nephalem bekannt. Und sie besaßen solche Macht, dass man befürchtete, sie könnten das Gleichgewicht im ewigen Konflikt zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen stören. Aha. So wurde der Weltenstein benutzt, um unsere Kräfte zu schwächen. So wurden wir zu dem, was wir heute sind. Aber nun, da er zerstört ist, ist es absehbar, dass die Kräfte der Nephalem zurückkehren werden. Tyrael war gezwungen, den Weltenstein zu zerstören. Als er von Baal, dem Herrn der Zerstörung, bei seinem Versuch, die gesamte Menschheit zu beherrschen, mit dämonischen Energien verseucht wurde. Ich weiß, ein Priester von Ratma war unter denen, die gegen Baal kämpften. Aber als der Weltenstein zerbrach, wurde alles verwüstet. Der Berg Ariad, in dem er ruhte, wurde vernichtet und hinterließ nichts als einen rauchenden Krater. Seitdem hat niemand mehr etwas von Tyrael gehört. Da es damals eigentlich nicht gefährlich, Lea auf eure Reisen mitzunehmen, als sie noch ein Kind war. Nicht so gefährlich, wie ihr vielleicht denkt. Damals war die Welt friedlicher. Die meisten Leute haben einen alten Mann und ein junges Mädchen ohne Waffen oder Geld gar nicht beachtet, wenn sie durch ihr Land zogen. Herausforderung. Bleibt ein Weilchen und hört zu. In meiner Kindheit sind Onkel Deckard und ich durch die ganze Welt gereist, um verlorene Legenden und Artefakte zu suchen. Es war so aufregend, durch uralte Tempel zu kriechen und vergessene Grüfte zu durchwühlen. Ich schätze mich glücklich, so aufgewachsen zu sein. Alles, was er mich gelehrt hat. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich sehe, was er gesessen hat und gekostet hat. Uns gekostet hat. Der überflutete Tempel war einst als Sacceum Empores bekannt. Er war der höchste ihrer Tempel. Ein Ort, an dem der Legende nach Engel herabstiegen, um den Nephalem ihr Wissen zu vermitteln. Das zweite Stück ist in Sicherheit, aber ich weiß nicht, wo sich das letzte befindet. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Ab wann kriege ich dann diese mystischen Verbündeten, die mit mir rumrennen? Mystische verbündet. Ja, der Monk hat auch so Viecher, die da mit dem rumrennen können. Der Monk? Mhm. Wer ist Monk? Mönch. Hier, bei Lea ist ein Buch. Als wir auf das zweite Schwertstück des Fremden gestoßen waren, hat Magda uns aufgespürt. Sie ist uns ständig auf den Fersen. Wer ist sie? Sie behauptet, meine Mutter zu kennen, aber... wie kann das sein? Dennoch müssen wir es vor ihr nach Wertham schaffen und das letzte Schwertteil finden. Warum ist dieser Zirkel hinter eurem Schwert her?
kann es wirklich nicht sagen. Aber es umgibt sie etwas, eine Dunkelheit, die mir bekannt vorkommt. Merkwürdig. Dieser Zirkel ist womöglich Teil eines größeren Übels. Vielleicht wollte ich ihn bekämpfen. Dafür werdet ihr euer Schwert brauchen. Lage, Tristan. Kalle, hier war mal irgendwas mit einer Tür. Ich glaube, die war das hier. Die konnte man eintreten. Die lebenden Toten. Der Skelettkönig. Die Khazra. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ihr habt uns allen Hoffnung gespendet. Meine Männer, die Bewohner dieser Stadt. Wir alle stehen in eurer Schuld. Ich höre solches Lob nicht oft. Doch es gibt noch viel für mich zu tun. Nichts, was ihr nicht bewältigen könnt. Da bin ich sicher. Ja, ja. Achso, den kann ich gar nicht benutzen. Okay. Ja, da ist der... Das Ding, was ich gerade geschmiedet habe, schon wieder Fratze. Hm. Was habe ich hier? Ah, noch mal ein paar Würfel für den... Gut ist das. So, dann kann man hier verwursten gehen. Ach, leck mich mit deinen Waren. Was hat die Tante hier noch? Dinge geschehen sogar, während wir uns hier unterhalten. Ich sehe eine Stadt in Flammen und einen alten Freund, der den ultimativen Preis dafür zahlt, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das ist mir bekannt. Oh, ihr könnt auch hell sehen. Würde das etwas an eurer Mitteilsamkeit ändern? Witzig. Ich suche jemanden, der mich ans andere Ufer nach Wortham übersetzen kann. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr noch könnt. Passt schon auf. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Ein heiliger Ort. Tod denen nicht. Nein. Hast du das Buch von unten mitgenommen? Wo? Hier unten war doch ein Buch. Oder hattest du das schon? Hier, in der Tasche. Ah, da. Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Auch noch. Die kommen immer hier mit ihrer... Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten!
Das ist gar nicht gut. Können wir nicht? Meine Diener werden diese Stadt. Ich wollte gerade fragen, ob sie wetten will. Das ist unmöglich. Da kommt etwas. Dieser Feind wird sterben. Alter, Alter, Alter! Kalle, was willst du denn von mir? Eines Schwertes ist vom Himmel gefallen. Es ist verzaubert und leuchtet. Wisst ihr etwas davon? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Warte mal. Ich meine, hier zwischen war so ein Ding, wo man sich ein Buch abgreifen konnte. Hm. Aber nö. Opa, was? Opa, auch nix. Gut. Gut. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Kleine dreckige Schlampe. Ich sagte das. So, jetzt muss aber ja ein Buch sein. Nö. Nö. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. Oh, all dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Telefon. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel. Alte Fiese. Du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Wow. Ganz wie ich vermutet habe. Das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard. Scheiß die Wand an. Kommt jetzt ein Film? Nein. Nee, noch nicht.
So, mal hier gucken. Büchlein. Onkel Deckard hat uns für immer verlassen. Ich erinnere mich an die wundervolle Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Jeden Tag ein neues, verrücktes Abenteuer. Was soll ich nur ohne ihn tun? Er glaubte, dass der Fremde ein Engel sei. Aber er ist doch nur ein Mann. Ich wusste, dass das alles nur Geschichten waren. Onkel Deckard hat für diese Geschichten sein Leben gelassen. Tja. Welchen Grund hatte der Orden, eure Erinnerungen zu manipulieren? Unsere Initiation macht uns blind gegenüber unserer sündhaften Vergangenheit, damit wir die Zukunft klarer sehen können und für die letzte Schlacht gewappnet. Wo bist du? Beim Templer. Ich wurde an einer Quatsch leer mal an, ne? Nee. Am dritten Tag wurde ich verschluckt und Hunger wahnsinnig. Dann fing das Auspeitschen an. Man sagte mir, dass ich alle meine Vergehen noch einmal durchlebte. Alles, das mir einst vergiftete Freude bescherte. Die Peitsche nahm mir diese Freude. Sie nahm mir die Sünde und reinigte mich. Das war pure Folter und bestimmt kein Aufstieg. Meditation und Studium hätten ausgereicht. Versteht ihr denn nicht? Der Tempelorden versucht, die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Was ist denn schon mein Schmerz im Vergleich zu diesem Ziel? Ja, weiß Bescheid. Bis nix? Ne. Seiner horatrischen Ausbildung beizubringen, sie zu beherrschen, doch es hat nie funktioniert. Er hat jedoch niemals die Hoffnung aufgegeben. Er war ein großartiger Mann. Tja, so, war da der Schuft? Ihr kämpft gut für einen Dieb. Mein Bruder brachte es mir bei. Weißt du doch gar nicht. Er glaubte, die Armbrust wäre die ideale Waffe für mich, weil sie einem Zeit verschafft, wegzulaufen, falls etwas schief geht. Wo ist er jetzt? Oh, noch immer in Königshafen. Ich vermute, er wird noch lange Zeit dort sein. Krasser Scheiß. So, haben wir irgendwas gekriegt? Irgendwas Leckeres? Ich denke nein. Und Fokus für die Verzauberin haben wir gekriegt. Ich hab ein splittriges Ruder, Kalle. Ach, kann ich nicht. Schloss vor. Kann ich nicht. Was ist denn das für eine Stufe? Ach so. Ist ja, guck mal, ich hab ja Sediment der Lügen, hab ich in meine Waffe eingesetzt, ne? Ich verursache jetzt 25% weniger Schaden, eure Gefährten und Diener verursachen 25% mehr Schaden. Na guck. Dasselbe, was du hast, ne? Ja, meins ist noch ein bisschen anders. So, was haben wir hier? Solange Blutzorn kanalisiert wird, werden Gegner außerdem verlangsamt. Das finde ich gut. Entfesselte Nova. Das finde ich auch gut. Und hier habe ich Reanimieren. Visiert einen Bereich an und reanimiert dort Leichen von Gegnern, die eine Zeit lang für euch kämpfen. Und was habe ich jetzt momentan? Ne, lasse ich die Kadaverlanze, ne? Ja, auf jeden Fall.
Mürbe machen. Und was haben wir hier? Armee der Toten erweckt eine Armee von Skeletten, die den Zielort angreifen. Testen wir mal, oder? Ja, komm, wir probieren die Armee der Toten mal. So, was haben wir hier? Gebrechlichkeit. Er ist auch nicht so toll, ne? Finde ich gut. Fluch übertragen, finde ich gut. So, Knochenrüstung habe ich immer noch nicht ausprobiert. So, und damit verabschieden Kai und ich uns wieder. Beim nächsten Mal, weiß ich gar nicht. Ja, ist schon wieder soweit. Betretet die Höhlen von Ariane oberhalb von Wortham. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. So, wir wünschen euch was. Auf Wiedersehen. Bye, bye.